Leute und willkommen zu einem neuen, ich würde nicht gerade sagen Infovideo, aber ich wollte heute mal über ein bestimmtes Thema sprechen, nämlich, dass die Itzlaute, also die sehr verehrte Laura, aus YouTube aussteigen musste. Das ist nicht ein freiwilliger Ausstieg, sondern die Laura ist umgezogen, was sie in ihrem letzten Video angekündigt hat, dass sie halt umzieht und nun ist sie halt umgezogen und ihr Internet lässt es halt nicht zu, dass sie halt Aufnahmen vor allem hochladen kann, weil das Internet ist einfach zu inkompetent. Naja, auch YouTube gucken ist für sie echt schwer oder es funktioniert gar nicht. Und ja, ich wollte einfach mal darüber reden. Also ich finde es eigentlich recht beschissen, weil ich fand Let's Plays mit der Laura auf Zinem hat mir echt Spaß gemacht und es ist natürlich schade, wenn man halt halt nicht mehr praktisch aufnehmen kann mit ihr, weil, keine Ahnung, es ist nicht dasselbe, weil in letzter Zeit nehme ich auch fast gar nicht, ich nehme fast nur alleine auf, kein Plan warum. Ich mache da auch meistens nur noch ein Zeitraffer rein und Musik, weil ich auch denke, dass das teilweise unterhaltsamer ist, als wenn ich die ganze Zeit fluche, wie die alle hacken. Ja, und ich finde es schon, es ist schwierig zu sagen, also ich finde es echt kacke, dass es halt, dass sie halt nicht mehr mit mir aufnehmen kann. Vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht können wir uns ja mal treffen, dann könnten wir hier, also falls sie mich mal besuchen kommt oder so, könnten wir auch eine Aufnahme machen, aber dann müsste sie halt direkt neben mir sitzen oder mindestens in meiner Nähe. Und das, da sie in Potsdam wohnt, ist es halt auch nicht gerade einfach. Leicht hierher zu kommen. Es dauert halt schon eine gewisse Weile. Und es gibt auch keine direkte Verbindung jetzt zwischen Potsdam und dem Ort, wo ich wohne, den ich natürlich geheim halte. Und es ist halt nicht leicht, hier hinzukommen, weil man müsste dann mit dem Bus halt umsteigen. Und dann kommt auch noch dazu, zum Beispiel, dass sie keine Zeit wegen der Schule hat oder so. Oder es ist eigentlich völlig Wurst, aber zum Beispiel kann sie auch mit Freunden treffen. Und da ist halt nicht wirklich viel Zeit, hierher zu kommen und eine Aufnahme mit mir zu machen. Ja, vielleicht kommt es ja noch vor, Leute, ich weiß es nicht. Mal sehen, lasst euch überraschen. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal noch eine Aufnahme. Ja, ich habe noch was anderes jetzt zu sagen. Ich wollte jetzt nicht über den Ausstieg alleine sprechen von der Laura, sondern auch über meine CSGO-Videos. Ich reg mich halt übelst auf. Ich bin nicht gut in CSGO, deswegen nehmt es mir nicht übel und schreibt mir auf jeden Fall auch mal Tipps in die Kommentare, was ich eigentlich am verbessern kann. Also zum Beispiel bei CSGO an der Schießtechnik oder was ich generell bei CSGO verbessern kann. Aber auch für Minecraft könnt ihr mir gerne Tipps schreiben, also für PvP, was ich da verbessern könnte. Schreibt es mir einfach in die Comments. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, war es auch schon mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine Bewertung da. Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Tschüss.